Ich begrüße Sie zu meiner Einführung in die lateinische Metrik. Ich starte heute mit dem Basiswissen. Die Lautlehre und alles, was Sie brauchen zu Silben, finden Sie in meiner Vorlesung, in meiner allgemeinen Vorlesung zur Einführung in das Studium. Das werde ich hier jetzt nicht mehr aufzeichnen. Sie können diese Aufzeichnung auch bei YouTube finden. Zunächst das elementare Wissen, das Basiswissen. Erstens, die kleinste metrische Basiseinheit bezeichnet man als Element. Und da muss man sich Folgendes merken: Es gibt ein Elementum longum, ein langes Element, bestehend aus einer langen Silbe. Dann gibt es ein Elementum breve, bestehend aus einer kurzen Silbe. Ja, ist jetzt alles relativ banal, was ich erzähle, aber ich fange lieber von ganz vorne an. Dann ein Elementum ancaps, das gewöhnlich als ein X geschrieben wird, das man als Kürze oder Länge oder eben auch als Doppelkürze auflösen kann. Davon zu unterscheiden, etwas, was häufig am Versende vorkommt oder jedenfalls in den Versen, die wir mit Ihnen durchgehen im Studium, das sogenannte Elementum indifferens. Indifferens, indifferent, das Element, wo es egal ist, was es ist. Dieses Element kann als Kürze oder Länge aufgelöst werden, nicht aber als Doppelkürze. Deswegen unterscheiden wir das durch dieses Zeichen, manchmal auch noch ein Punkt drin, von dem Elementum ancaps. Sie finden aber auch in manchen Metriken dies durcheinander geworfen und auch für dieses manche andere Zeichen. Manche schreiben das auch so. Aber besser ist es doch, finde ich, wenn man so ein festes Zeichen dafür verwendet. Gut. Die kleinste metrische Einheit im metrischen Idealschema bildet das Element, wie gesagt, und das besteht aus der Silbe. Die kürzeste Zeiteinheit bezeichnet man als More. Mora, kennen Sie aus dem Lateinischen, verweilen, Verweildauer. Eine kurze Silbe besteht entsprechend aus einer More, eine lange Silbe aus zwei Moren. Also die kürzeste Zeiteinheit ist die More. Das kann auch schon eine Silbe sein, muss aber nicht immer sein. Das reguläre Elementum longum, das die rhythmische Struktur der Verse entscheidend bestimmt, wird in den Sprechversen mit dem Begriff der Hebung, Asis, die Kürze mit dem Begriff der Senkung bezeichnet. Das reguläre Elementum longum, also die Bezeichnung Hebung und Senkung, finden Sie häufig, ich benutze sie wenig. In früheren Zeiten wurde dieses Element häufig mit einem Iktus versehen und dieser Iktus wurde als Versakzent gedeutet. Das finden Sie in manchen älteren Ausgaben auch noch gemacht und wir haben auch früher häufig den Iktus sehr stark betont, überbetont. Das sollte man nicht tun. Es handelt sich aber dabei um den musikalischen Schlag, den Beat, auf den das Ganze passen muss, ursprünglich mal, den Rhythmus. Das Elementum longum und die Doppelkürze sind in vielen Versmaßen austauschbar. Da werde ich noch ausführlicher drüber sprechen. Also in vielen Versmaßen können Sie das Elementum longum und die Doppelkürze austauschen. Okay. Das wäre jetzt so viel zum Element. Die nächste Einheit, die Sie sich merken müssen, ist das Metrum. Metrum heißt übersetzt Maß. Dieses Metrum besteht aus einer Kombination, also meistens jedenfalls, von mindestens zwei Silben. Es gibt daneben noch den Begriff für Metrum Versfuß.
Und diese Begriffe können austauschbar verwendet werden. Mit einer Ausnahme, nicht im griechischen Versmaß des jambischen Trimeters, da besteht ein Metrum immer aus zwei Versfüßen. Ich werde Ihnen das noch vorführen, wenn wir auf den lateinischen Senar und die jambischen Trimeter zu sprechen kommen. Nun aber zu den wichtigsten Metren bzw. den Versfüßen, die heißen auf Lateinisch pedes. Zunächst den Trocheus. Tum, tam. Jeder Mann im Land bekannte einen, der sich Böck benannte. Das ist der Trocheus, so ein bisschen albern Vers von Wilhelm Busch. Max Moritz kennen Sie vielleicht noch. Jambus, padam. Sie kannten sich schon ziemlich lange. Man darf sagen, sie kannten sich gut. Erich Kästner. Gucken Sie mal das Gedicht nach, dann es geht noch so weiter, wo Ihnen die Liebe abhanden kommt. Und so ist ein schönes Gedicht, aber es dient mir immer dazu, den Jambus vorzustellen. Dann den Daktylos, bam, babam. Das ist das Versmaß, was Sie am meisten lesen im Studium. Andramoi enne pemusa polytropon hos malapolla. Na, jetzt habe ich mal einen schönen griechischen Vers richtig iktisch vorgetragen. Können Sie mal gucken, wo das steht. Ja, ich sage es vorher, ist die Odyssee, der erste Vers. Kenne ich noch aus der Schulzeit. Gut, Anapest ist der umgedrehte Daktylus. Anapest, paradam. Es ist so ein ganz dynamischer Vers, den lesen Sie selten, der kommt meistens für Sie in Chorliedern vor, wenn denn. Paradam, 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 paradam. Ja, und dann möglichst hintereinander gehängt, das ist so ein sehr schreitender, schlagender Vers. Dann der Bacchius. Bacchien werden Sie häufig in Kombinationen kennenlernen oder dann auch in der Prosa. Im Prosa-Rhythmus wird häufig der Bacchius gebraucht. Das ist eine griechische Bezeichnung, deswegen hier ist das E lang. Ne? Nicht Bacchius lesen, sondern Bacchius. Und daran können Sie sich den Vers schon gut merken. Bacchius. Bacchius. Wer kommt also ganz häufig im Prosa-Rhythmus vor? Der Bacchius. Weil man gerne, das ist so ein Vers, der ein Versmaß, was häufig zum Stopp von irgendwas dient. Padam, dam, ne? Zwei Längen, oh wow, da ist man erledigt. Genau. Dann auch ein Versmaß, was Sie häufig in Kombination finden, auch im Prosa, der Kretikus. 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 Also dieses Kretikus schreitet da hin, finden Sie auch ganz häufig bei Cicero. Jetzt den Chor Jambus, das ist so ein Trocheus und ein Jambus hintereinander hängen, könnte man auch sagen, aber wir nennen den Chor Jambus tam, tatatam, tam, tatatam. Der Chor sind häufig so tam, tatatam, tam, tatatam. Ja, ich müsste mal einfach was von Euripides oder Sophokles hier nochmal vortragen. Dann hätte ich auch Chor Jamben drin. So. Dann den Ionicus A Majore, der Vollständigkeit halber, und den Ionicus A Minore. Ich hätte die vielleicht gleich mit dem I schreiben sollen, hier nicht ein J, weil es eben lateinische Bezeichnung ist. Also zwei Längen, zwei Kürzen, pam, pam, papam oder papam, pam, pam. Die kommen aber selten vor. Ich habe die hier nur der Vollständigkeit halber genannt. Wenn Sie die Maße sich bis hierhin merken würden, dann haben Sie schon eine ganze Menge abgedeckt. Alle anderen Versmaße lassen sich als Varianten dieser Basismetra bezeichnen. So zum Beispiel diese elementaren Sequenzen, die auch immer mal wieder vorkommen. Der sogenannte Pyrrhichios, das ist die Auflösung eines Longo, ganz einfach. Oder dann der Spondeus. Da können Sie sagen, das ist ein kontrahierter Daktylos oder Anapest.
indem Sie einfach hier die Doppellänge durch die Kürze, die Doppelkürze durch die Länge Radike markieren. Diese Bezeichnung werden Sie selten finden. Diese Bezeichnung, Spondeus, werden Sie häufiger finden. So, wie kommt es jetzt zu den Bezeichnungen? Die stammen natürlich alle aus dem Griechischen, denn die Metrik ist sozusagen im Griechischen erfunden worden. Wobei wir nicht immer genau wissen, warum die so benannt worden sind. Manchmal kann man es doch. Trocheus kommt von Trocheios, gleich von Trechein. Trechein heißt laufen. Iambos kommt von gleich Iambos, ist der Name einer in diesem Maß verfassten Dichtungsgattung. Warum das dann Iambos ist, weiß man auch nicht. Dann der Spondeus von Spondeos, griechisch gleich Spendein, opfern. Dactylos, Dactylus, heißt der Finger, wird mit dem Finger immer so gemacht. Anapäst, Anapaistos, von Anapaio, zurücktreiben. Padadam, padadam, vielleicht auch nach dem Rhythmus. Der Bacchius von Bacchaios, griechisch von Bacchios, dem so Gott Bacchius, Dionysos, vielleicht weil der Vers dort viel verwendet wurde. Und der Kretikos, Kretikus nach der Insel Kreta und der Chor, Iambos, vielleicht weil Chöre eben diesen Iambos oder diese Art, was als Iambos empfunden wurde, benutzt haben. Okay, das sind die griechischen Bezeichnungen, die jetzt dahinter stehen. Sie müssen nur lernen, dass es diese Bezeichnungen gibt. Und natürlich wissen, wie die aussehen, diese Metren. Metren kommen niemals isoliert vor, sondern nur im metrischen Verbund. Ja, metrischen Verbund, auch die Prosa bezeichne ich mal als metrischen Verbund. Jetzt nochmal zurück zu den Abwandlungen, die Ihnen da begegnen können. Es sind folgende. Eine hatte ich schon genannt, dass eben eine Länge durch eine Doppelkürze ersetzt werden kann. Im Hexameter zum Beispiel begegnet Ihnen das dauernd, dass man aus einem Dactylos einen sogenannten Spondeus machen kann, heißt man auch Dactylus, Spondeischer Dactylos. Dann, dann gibt es in diesen metrischen Verbunden einzelne Positionen, die sind Ankypitia. Die können Sie als Länge oder als Doppelkürze realisieren, zum Beispiel im jambischen Senat. Also da werden dann die Metren variiert und ein Versfuß am Ende eines Kolons kann dann noch verkürzt werden. Das bezeichnet man als Katalexe. Katalägein heißt aufhören und spricht dann entsprechend von katalektischen oder akatalektischen Versen. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Sie kennen ja meistens, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schon, den Hexameter und der endet so, ne? Eigentlich würde man ja einen vollen Dactylos erwarten, aber da fehlt was bei dem Dactylos. Ja? Deswegen sagen wir, dieser Vers ja, endet Katalege und der hört auf und ist dann verkürzt. Andere Verse, wie zum Beispiel der Iambos, sind nicht katalektisch, sondern akatalektisch. Der Iambische Senat, Entschuldigung, sind dann vollständig. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen vom Metrum. Die nächste Einheit, die wir hätten, wäre jetzt endlich, kommen wir dazu, der Vers. In der griechischen Metrik wird nach der ursprünglichen Verwendung der Verse gewöhnlich zwischen Sprechversen und Singversen unterschieden. Also Sprechversen und Singversen. Ist klar, weil die eine vom Gesang waren und die anderen wurden eben gesprochen. Also zum Beispiel der jambische Trimeter ist ein typischer Sprechvers, während der Chor Iambos natürlich dann vom Chor gesungen werden oder die Anapäste.
In der lateinischen Metrik ist diese Unterscheidung hinfällig, weil wir eben kaum dezidierte Chorlieder oder chorische Auftritte haben. Hier genügt es, zwischen zwei Arten von Versen zu unterscheiden. Also ich versuche es immer von der griechischen Metrik kommen, ein bisschen vollständig zu machen und dann reduziere ich das auf das Ganze, was Sie für Latein noch brauchen. Man hat also zwei Arten von Versen, die sogenannten isometrischen Versen, die nennt man auch Verse, die katametron gebaut sind. Das sind Verse, in denen dasselbe Metrum mehrfach wiederkehrt. Isos heißt auf Griechisch gleich. Das sind eben in dem Vers sind gleiche Metren drin, dasselbe Metrum, Isometron. Man spricht dort auch dann von Katametron, wie gesagt. Die kennen Sie alle. Das ist der Hexameter, der eben aus 6 Daktylen besteht. Also der Daktylus, das Maß des Daktylus kehrt 6-mal wieder. Und zum Beispiel der trochäische Septenar, der besteht aus 7 Trochäen. Hex heißt 6 und Septem heißt 7. Ne? Deswegen steckt das schon im Namen mit drin. Es gibt dann noch andere, aber die werden immer auch nach dem Wiederholung bezeichnet. Hätte ich nicht vorgreifen sollen, kommt gleich noch. Dann anisometrische Verse. Katametron auf Griechisch und das heißt Verse, in denen verschiedene Metren wiederholt werden, verwendet werden oder lange und kurze Silben in charakteristischer Folge wiederkehren. An, un, gleich, metrische Verse, ukatametron. Das sind die beiden Arten von Versen, die es gibt. Und da sind dann verschiedene Metren, wenn Sie die mal analysieren, aneinandergereiht. Und das finden Sie zum Beispiel in den lyrischen Versmaßen bei Horaz und in den Dramen. Auch das werden wir noch kennenlernen. Die anisometrischen Verse sind, wenn man sie einmal kann, besonders leicht zu lesen, weil dort praktisch keine Auflösungen passieren. Isometrische Verse werden in der Regel nach der Anzahl der Wiederholungen des gleichen Metrums benannt, hatte ich schon gesagt. Hexameter 6-mal den Daktylos, jambischer Senar 7-mal den Jambus, trochäischer Septenar 7-mal den Trochäus, um nur die geläufigsten mal kurz zu nennen. Die anisometrischen Verse hingegen tragen individuelle Namen, wie Glykoneus, Ferrekrateus, Asklepiadeus. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich wollte nur Ihnen zeigen, dass das hier wirklich einzelne Namen dann sind, die man auch lernen muss. Bei den anderen ist das relativ einfach. Gut, jetzt sind wir beim Vers und jetzt sage ich Ihnen, was Sie zum Vers genau wissen müssen. Es gibt, der Vers wird gegliedert durch Zäsuren bzw. Diäresen und Brücke. Dafür finden Sie dann in den Ausgaben folgende Zeichen. Dieser Strich, oder in metrischen Analysen in den Ausgaben nicht, aber können Sie sich auch für sich selbst die Zeichen merken. Dieser Strich nach unten, eine Zäsur bzw. Diärese, so eine Verbindung zwischen den Wörtern, die Sie dann so herstellen. Das ist eine Brücke. Und dann hier einfach, dies ist ein Versende, wird durch einen Doppelstrich gekennzeichnet. Jeder Vers wird formal durch ein oder mehrere Wortenden gegliedert. Ist ja klar, ein Vers besteht nicht aus einem Wort, sondern ich glaube mindestens aus drei oder vier. Also der Durchschnittsvers hat so 5, 6 Wörter drin, manchmal auch 7, 8, je nachdem, was Sie machen wollen mit dem Vers. Diese formale Gliederung wird gewöhnlich mit einem Sinnabschnitt verbunden, der zumeist auch durch die Syntax kenntlich gemacht wird.
Die Wichtigkeit der Einschnitte bemisst sich natürlich nach diesem Kriterium. Also im Vers hat natürlich mehrere Wortenden, aber Sie sehen, okay, hier ist ein wichtiger Einschnitt im Vers, weil hier auch sozusagen das Ende einer syntaktischen Einheit liegt. Also meinetwegen, wenn Komma ist, dann sieht man, aha, hier ist ein wichtiger Sinnabschnitt. Theoretisch kann ein Einschnitt, ein Wortende an jeder Position im Vers erfolgen. Doch wird nicht jede Stelle gleichermaßen zu einem solchen Einschnitt genutzt. Und eben, es gibt viele Einschnitte, die dann auch keinen Namen tragen. Dazu komme ich gleich. Einschnitte, die innerhalb eines Metrums liegen, bezeichnet man als Zäsuren. Also zum Beispiel, wenn, ich mache das jetzt einfach mal ganz schlicht, wenn jetzt hier in, meinetwegen in einer daktylischen Sequenz ein Einschnitt liegt, dann bezeichnet man das als Zäsur. Okay. Wenn jetzt Einschnitte zwischen zwei Metren liegen, dann bezeichnet man den streng genommen diesen Einschnitt als Diherese. Das wird beim Daktylos dann noch wichtig werden, das Buch der Begriff Diherese, eigentlich auch für Sie fast nur da. Das kommt von Diheiresis und Diheiresis kommt von Diheireo und Diheireo heißt teilen, ne, Unterteilung. Mehr heißt das nicht, auch wenn Sie sich so schwierige Teilung, auch wenn Sie sich so schwierige griechische Begriffe dafür merken müssen. Aber der Begriff der Zäsur wird auch gleichermaßen für Einschnitte innerhalb und zwischen Metren verwendet. Also wenn Sie es streng nehmen, spricht man eben von Zäsuren und Diheresen, aber viele verwenden den Begriff Zäsur auch für das, was man ganz streng genommen als Diherese bezeichnen müsste. Zäsur, Zäsura natürlich von Keidere schneiden und so weiter. Okay, die wichtigsten Einschnitte haben bereits antike Namen. Etwa Pent Hemimeres, Trit Hemimeres, Katatriton Trochae und was es da so alles gibt. Das werde ich Ihnen im Verlauf der Vorlesung noch viel gemütlicher beibringen. Aber Sie wissen, die wichtigsten Einschnitte, die haben bereits antike Namen. Und wir kennzeichnen auch fast nur die Einschnitte, die antike Namen haben, obwohl es viele wichtige Einschnitte in den Versen gibt, die Dichter machen und die auch wichtig sind. Dann kommt man immer so ein bisschen durcheinander, weil man dafür gar keinen Namen hat. Aber trotzdem sind die Einschnitte formal natürlich da. Und manchmal spielen die Dichter auch damit, dass die Einschnitte eben genau an den Stellen liegen, wo nicht die traditionellen Einschnitte sind. Etwa Horaz in den Satiren macht das ganz häufig, einfach um etwas zu betonen. Wir werden das in den Übungen, die wir dann hier zusammen gleich noch machen werden, nochmal betrachten, jetzt noch nicht hierzu, aber zu dem Hexameter. Und Sie, die diese Sachen angucken, Sie müssten das dann zu Hause einfach machen. Okay. Verstellen, an denen ein Wortende selten erfolgt oder geradezu gemieden wird, die heißen Brücken. Und die Brücken sind meistens mit weiteren rhythmischen Regeln verbunden und werden dann nach ihren modernen Entdeckern, hier kann man das Maskulinum gut, muss man sogar gebrauchen, weil es nur Männer sind, die werden nach ihren modernen Entdeckern benannt. Also, welche Brücke, ja, könnte man da nennen? Ja, man spricht da meistens sogar von Gesetzen, Bentley, Lux und wie sie alle heißen. Dazu kommen wir noch später. Die Brücken brauchen Sie letztlich in der Praxis dann nicht so zu interessieren. Ich mache das in der Vorlesung alles natürlich ex officio, sage ich Ihnen, wie das funktioniert und Sie wissen das zumindest, aber Sie müssen meistens nur über die Einschnitte Bescheid wissen. Jetzt zu den metrischen Systemen. Verse können
miteinander zwei Arten von Verbindung eingehen. Entweder sie können identisch wiederholt werden, wie im Epos. Das heißt, sie werden stichisch verwendet. Stichos, katastichon, wieder der griechische Begriff, heißt Stichos, heißt die Zeile. Die werden also zeilenweise verwendet. Das wäre die eine Möglichkeit, wie man Verse verwenden kann, also immer, indem man immer denselben Vers repetiert. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, sie werden mit anderen Versen zusammengefügt und bilden dann das, was wir als Strophe bezeichnen, griechisch Strophe, bezeichnen. Also ganze Strophen, wo sie verschiedene Verse, ja, manchmal auch den gleichen, aber dann einen weiter, einen anderen zusammengefügt haben. Das werden wir alles noch ganz gemütlich betrachten, nur dass sie immer so dieses abstrakte System im Kopf haben. Homerische Verse, Sprechverse, die werden nur stichisch verwendet als Beispiel, und anisometrische Verse, die werden sowohl stichisch verwendet, also im Epigramm manchmal, als auch strophisch verwendet. Also zum Beispiel in den Carmina des Horaz. Also Pi mal Daumen, homerische Verse, das sind die Sprechverse, die werden nur stichisch verwendet, also gut wie nur. Und die anisometrischen Verse, also die Verse, die nicht nach dem Metrum gebaut sind, sondern verschiedene Metren in sich vereinen, die werden sowohl stichisch, aber seltener als auch strophisch verwendet in den Carmina. Okay, sind wir schon weitergeschritten vom Element zum Metrum, genau, zum Vers, zu dem metrischen System. Und jetzt noch ein Begriff, der so ein bisschen dazwischen liegt, zwischen Metrum und Vers und Strophe, und das ist der Begriff Kolon. Und darüber spreche ich hier, weil der Begriff Kolon doch noch einigermaßen häufig auftaucht. Kolon kommt vom griechischen Kolon und das heißt übersetzt Glied bzw. Teilstück. Im Lateinischen wäre das Membrum, und das der bezieht seine Bedeutung aus dem Bezugsganzen. Es muss ein Ganzes geben, damit es Glieder geben kann. Ist irgendwie logisch. Und wenn man jetzt einen Teil, wenn sich der Begriff Kolon auf nur einen Vers bezieht oder einen Teil des Verses zum Beispiel, wenn sich der Begriff jetzt auf einen Teil des Verses, kann sich auf einen Teil des Verses beziehen, also zum Beispiel im Epos, dann spricht man auch von einem Kolon, zum Beispiel im Epos von der Hemi-Epes, also ein Halbvers sozusagen, Hemi heißt halb, das würde man als ein Kolon bezeichnen. Und wenn man das jetzt aber über die Strophe spricht, dann bezeichnet das Kolon einen Teil der Strophe. Zum Beispiel, man spricht von einem Kolon Reizianum. Aber wenn man jetzt von der Strophe spricht, wo ja verschiedene Verse untereinander gebraucht werden, dann identifiziert man häufig den Begriff Vers und Kolon miteinander, weil dann eben ein Vers ja ein Element eines längerischen metrischen Gebildes ist, also ein Kolon eines metrischen Gebildes ist. So zum Beispiel bei dem Begriff Versus Reizianum, da spricht man von einem reizianischen Kolon. Da seht ihr, ist das einmal hier Vers. So. Die verschiedenen Kola tragen individuelle Namen, wie zum Beispiel Adoneus, Ityphalicus, Hemiepes und Enhoplion und so weiter und so fort. Sie müssen sich eventuell merken, Adoneus und Hemiepes. Das sind die beiden Begriffe, die für Sie jetzt übrig bleiben. Noch ein letzter Begriff, der nötig ist. Eine spezielle Art von Versen, die aus zwei getrennten isometrischen Kola bestehen, also zum Beispiel die Jambendichtung des Horaz, die bezeichnet man als Asynartheten. Asynartheten, A nicht Syn zusammen, Artetos zusammengefügt, von Synartao zusammengefügt. Also das sind
Verse, die sozusagen blockweise hintereinander gesetzt werden. Man hat dann zwei isometrische Kolon, die sehen genau gleich aus, vom Metrum her, aber die werden so hintereinander gesetzt. Im Prinzip gilt das auch für die Elegie. Auch die könnte man natürlich als Synarteten bezeichnen, das machen elegisches Distichon, das machen wir nie. Das ist nur noch als Begriff, der immer mal wieder irgendwo auftaucht, dass Sie den schon mal gehört haben. Gut, das wäre jetzt meine Einheit zum Basiswissen. Ich stoppe jetzt einmal die Aufnahme hier. Also alle, die diese Aufnahme sehen, wir sehen uns dann in der nächsten Einheit wieder.